Am 17. Juli 1983 erschien in der indischen Zeitschrift The Patriot ein Artikel über ein amerikanisches Labor in Pakistan, von dem aus möglicherweise HIV-Proben nach Indien verbreitet werden könnten. Geschrieben wurde der Artikel von einem renommierten amerikanischen Soziologen, der sich auf Informationen der US-Regierung über deren Biowaffenprogramm bezog. Am 30. Oktober 1985 erschien in der russischen Wochenzeitung Literaturna Gazeta ein weiterer Artikel, der von amerikanischen Forschern berichtete, die auf ein Virus gestoßen waren, das in einem amerikanischen Labor vermehrt und studiert wurde und bei den Versuchen zum Fund einer neuen biologischen Waffe aus dem Labor entwichen und die AIDS-Epidemie ausgelöst hatte. Tatsächlich jedoch hat es diesen renommierten amerikanischen Soziologen niemals gegeben und auch der russische Artikel war nicht zu 100% vertrauenswürdig. Das Thema heute: die Operation Infektion. Bis 1954 wurde der KGB als In- und Auslandsgeheimdienst der Sowjetunion gebildet und bestand noch bis 1991 fort. Der KGB kümmerte sich um Spionage im In- und Ausland und um den Schutz wichtiger Funktionäre der Sowjetunion. Im Kalten Krieg, dem großen Konflikt der Westmächte und der Ostmächte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, spielte er eine wichtige Rolle in Versuchen des Ausspionierens des Gegners und der Destabilisierung dessen. Eine dieser Destabilisierungsoperationen war die sogenannte Operation Infektion. Die Operation Infektion hatte in erster Linie das Ziel, insbesondere die NATO und die Vereinigten Staaten zu diskreditieren und in der Folge dessen zu schwächen. Hierfür wurden der indische Artikel sowie der russische Artikel als Basis einer Verschwörungserzählung verbreitet. Diese Verschwörungserzählung wurde im Nachgang auch als Ford-Detrick-These bezeichnet. Im Jahr 1985 stieg der damalige Leiter des Instituts für Allgemeine Biologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Jakob Seegall, ebenfalls in die Erzählung mit ein, indem er eigene Geschichten erfand, welche in Teilen an die des KGBs anknüpften. Bereits 1990 wurde von einem ehemaligen sowjetischen General bekannt gegeben, dass der KGB sich die AIDS-Verschwörung nur ausgedacht habe. Dem ehemaligen Leiter des SWR, einem anderen sowjetischen Geheimdienstes, und dem stellvertretenden Leiter des KGBs wird ebenfalls nachgesagt, die AIDS-Verschwörung als falsch entpuppt zu haben. In Bulgarien stieß man letztendlich auf Dokumente des KGBs, die zweifelsfrei belegen, dass die Ford-Detrick-These nur eine Operation der Diskreditierung des KGBs gewesen ist. Mithilfe modernster Technologie wie molekularer Stammbaumanalysen und epidemiologischer Recherchen konnte inzwischen festgestellt werden, dass das HIV-Virus eine Mutation eines Schimpansenvirus ist, das um 1908 in Afrika auf Menschen übertragen wurde. Um 1969 kam es in den Vereinigten Staaten an und wurde immer weiter verbreitet. Ein weiterer Stamm des AIDS-Virus HIV-2 wurde um 1966 von Rauchgrau-Mangape-Affen auf den Menschen übertragen. Natürlich entwickelten die Amerikaner auch über die Zeit des Kalten Krieges immer wieder tatsächlich biologische Waffen. Schon 1946 begann ein umfangreiches Biowaffenprogramm einhergehend mit der Einrichtung einiger Forschungsinstitute, unter anderem auch des namensgebenden Ford-Detrick-Labors. Mit Krankheiten infizierte Mücken, die man auf Feinde hätte loslassen können, standen ebenso auf dem Programm wie Bakterien, die immungeschwächte Menschen angreifen. Auch andere Tiere als Mücken wurden immer wieder infiziert und auch getestet. Meist fanden die Tests der entwickelten Biowaffen jedoch in kleineren Maßstäben auf US-amerikanischem Gelände statt. 1965 wurde überlegt, Pockenviren im Koreakrieg einzusetzen. Aufgrund der Gefahr eines Gegenschlages wurde sich jedoch dagegen entschieden. Ab 1969 wurden alle Biowaffenprogramme heruntergefahren, Biowaffen im großen Stil vernichtet und Forschungszentren geschlossen und umfunktioniert. Bis 1972 soll das über die Bühne gegangen sein und kurze Zeit später trat bereits die Biowaffenkonvention in Kraft. Doch trotz der zwischenzeitlichen Klärung der Herkunft des Virus ist ein nicht unerheblicher Schaden der Desinformation entstanden. Noch in einer 2005 durchgeführten Studie gaben 50% der afroamerikanischen Befragten an, sie glaubten, HIV sei menschengemacht. 15% dieser Befragten waren hierbei sogar der Überzeugung, AIDS sei ein Mittel des gewollten Genozids an dunkelhäutigen Menschen. Bedauerlicherweise sind Parallelen zu unserer aktuellen Situation sehr gut erkennbar. Ob nun Bill Gates oder wieder die Vereinigten Staaten, auch bei dem Coronavirus verteilen sich durch Verschwörungsideologen Falschinformationen, die im schlimmsten Fall zu Radikalisierung führen. Dass es besonders in einer Krise wie dieser besonders wichtig ist, seiner Regierung und deren Maßnahmen zu vertrauen, diese umzusetzen und sich ein realistisches Bild der Situation mit Hilfe vertrauenswürdiger Quellen, wie zum Beispiel denen des Robert-Koch-Institutes oder des Bundesgesundheitsministeriums, zu bilden, wird in Anbetracht dieses Beispiels aus dem im letzten Jahrhundert besonders deutlich.
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Was haltet ihr von dieser Verschwörungserzählung? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann checkt doch gerne die Playlist zu diesem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wenn du an Minecraft-Content interessiert bist, dann sieh gerne mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy. Every single day.